So, jetzt dem langsamen Walzer folgt ein schneller Jive von Paar 10, Susanna Hirschler und Vadim Garbusow. Die beiden haben ja letzten Freitag lange zittern müssen um den Aufstieg, aber diese Woche war dann keine Rede mehr davon, dass sie das Handtuch werfen. Im Gegenteil, sie haben sich das Handtuch aufgesetzt. Sie sollten viel freier tanzen. Vergiss mal diesen komischen Tango. Wir freuen uns einfach auf die nächste Woche. Ich habe wirklich gedacht, ich fliege jetzt raus. Man stellt sich irgendwie innerlich darauf ein. Jetzt muss man dann Abschied nehmen von all den lieben Menschen, die man in dieser Zeit kennengelernt hat. Das tut halt schon weh. Susanna Hirschler und Vadim Garbusow. Wir werden jetzt wieder Vollgas geben und halt mit Spaß dabei sein. So schnell gehen wir nicht auf. Schätzchen, du kannst alles tragen. Wir haben uns entschieden für eine Choreografie, wo wir natürlich Requisite benutzen. Wie soll ich mich da konzentrieren? Wo ist deine Hut? Warte. Wir schauen aus, wie wenn wir gerade aus der Sauna kommen. Es war halt noch nichts da. Und wir müssen timingmäßig schauen, wie geht sich das aus mit der Choreografie. Jetzt bin ich ein Pirat, finde ich. Man kann sehr viele Variationen mit diesem Hut. Oh Gott. Man denkt sich etwas aus, aber dann, wenn man tatsächlich das ausprobiert, kann es verschiedene Situationen geben. Was machst du denn hier? Ich nehme deinen Hut und platziere ihn hier. Nimm deinen Mantel weg. Scheißdreck, jetzt geh in die Bewegung. Warum sind die böse aufeinander? Na, nur weil sie zusammenstoßen? Zwei Menschen treffen sich nicht in der Sauna. Ich habe es so entwickelt. Okay. Ich wusste nicht, was sonst. Oder es gibt. Und was dann passiert, werden dann die Leute am Freitag sehen. Paar 10 tanzt einen Jive. Hier sind Susanna Hirschler und Vadim Garbusow, glaube ich. Ja, hallo auch. Ja, schöne Mäntel. Batman auf einer Latexmesse oder so. Ich wusste nicht, wo ich zuerst hinschauen sollte. Spannende Choreografie. Zwei tanzen, beide tragen Hosenanzüge. Das kennt der Vadim, du aber noch nicht. Nein. Wie hast du dich damit gefühlt jetzt? Super. Ja? Man hat so eine unglaubliche Beinfreiheit. Aber sieht man da nicht auch viel mehr? Schauen, kann man nicht viel mehr sich jeden Schritt anschauen? Ist es nicht auch gemeiner als beim Kleid? Sicherlich.
da kaschiert nichts. Ja, no risk, no fun. Du bist auf volles Risiko in dieser Woche. So ist es, ja. Weil in der letzten Woche... Man muss ein bisschen was riskieren im Leben. Sonst wird's fad. Sonst wird's fad, das stimmt. Und diese Woche erst recht, weil du hast mir erzählt, dass du im Vorfeld zum letzten Freitag ja die ganze Woche über schon so ein komisches Gefühl gehabt hast. Ja. Dann seid ihr wahnsinnig lang auf dem Parkett gestanden, das ist zufällig, aber trotzdem ist es ja nichts für die Nerven. Was für ein Gefühl hast du in dieser Woche gehabt? Also die ersten zwei Tage, Probentage, da war die Stimmung schon noch da. Man ist ein bisschen entmutigt und ja, aber dann muss man das wegschieben und einfach wirklich sich, weil noch sind wir ja dabei. Und vielen Dank nochmal an alle, die für uns anrufen. Wir lieben euch, vielen Dank. Yeah. Ihr gebt uns so viel Kraft. Dankeschön. Aber entmutigt eigentlich kein Grund dafür, weil nur weil man zum Schluss dasteht, heißt es ja nicht, dass man die vorletzten Punkte hat oder so. Man muss das, glaube ich, aber erstmal für sich abspeichern und es ist natürlich nervenaufreibend. Ja, es ist auch so, dass die ganze Anspannung, weil mittlerweile hat jeder Tag 12 bis 14 Stunden, also man hat für nichts anderes mehr Zeit, man ist wirklich hier nonstop. Ja, und dann am Freitag aufs Ganze gehen und jedes Risiko eingehen, hat sich's gelohnt, Nicole? Ja, also ich finde deinen Weg so eigentlich seit der Samba, die du getanzt hast, ist es so ein bisschen bergab gegangen. Aber der Jive war heute dein Comeback. Das Danke. War echt groovy. Es hatte einen Swing drin. Die Chasses waren grounded und das ist genau das, was der Jive braucht. Gute Kicks, so Chicken Walk ähnliche Bewegungen. Also ich finde, du hast dein Niveau wieder gesteigert. Jetzt wird es enger, immer enger. Jetzt musst du das halten. Klar. Ja? Aber war toll. Danke. Mildes Lächeln von Bollasch. Ja, nein, vielleicht. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Sag jetzt, dir gefallen. Klarerweise hat man ein bisschen Nervosität schon angemerkt. Das ist vielleicht wegen der letzten Woche, dass es mit dem Tango nicht so gut hingehaut hat. Das ist ja klar. Und es wird auch eng. Wir stehen drei Wochen entfernt von der Finale. Das ist ja, da ist klar jeder nervös. Aber ich will diese Nervosität nicht sehen. Okay. Ich will die Selbstbewusstsein sehen. Und ich will das in deinen Augen sehen, dass du in die Finale kommst. Und ich will in deinen Augen auslesen können, ja, ich will gewinnen. Ja? Das sind ein Scheißdreck, die Schritte, was du da machst oder du auch ein bisschen später einen Schritt ansetzt. Ich will einfach den Willen, den Kraft sehen, dass ja, ich kann es schaffen. Okay. Mach Gewinner Augen. Mach. Ja. Ja, er hat recht. Was ist? Ist der Wille da? Absolut. Na dann. Absolut. Dann man muss halt uns. An sich glauben, ja. Das sehen wir gleich beim Charleston noch einmal, den Glauben. Genau. Dankeschön, Susanna. Danke und Vadim. Gibt ja, wie gesagt, noch einen gemeinsamen Charleston heute Abend. Aber erstmal können schon noch mal anrufen, wenn Sie wollen, für diesen Chai von Susanna und Vadim. 090 10 59 09 10. Verwechsel nicht die Seite. Comeback, hat sie gesagt. Übrigens, ich will vielleicht einen kurzen Schuss noch auf den Bollasch machen. Uns ist allen aufgefallen, der Mann hat heute eine freigelegte Stirn. Ja, steht ihm aber sehr gut. Schaut ihm gut, oder? Der hat ein Gesicht, der hat, schau, der ist gar nicht hässlich. Das ist ein Wahnsinn, sonst kommt er her wie die ungarische Phantom der Oper, aber hey. Carlos, jetzt, ja. Apropos sehen, wir haben am Dienstag gesehen, Cop Stories. Ja. Da warst du kurz zu sehen. Bisschen eingeraucht. Na, vor allem vernebelt. Du bist ja. An einem Auto gesessen und hast eine komplett eingerauchte Buchhalterin gespielt. Ja. Da war es auch gleich wieder vorbei. Ja. Der Rest war nicht mehr so familientauglich wahrscheinlich. Ja. Kommenden Dienstag ist ja Ende, ist ja Staffelende. Ja. Aber für dich geht es natürlich weiter und du bist ja, wir wurden daran erinnert, du bist eigentlich keine Tänzerin, sondern Schauspielerin. Ja. Ich komme vom Theater ursprünglich und habe auch Schauspiel studiert am Konservatorium der Stadt Wien. Ja. Und habe gespielt Ronacher Volkstheater und dann war ich sehr lange Jahre in Deutschland am Stadttheater in Ingolstadt. Dann habe ich in Berlin freischaffend gespielt, Kamera-Acting gemacht, Tournee durch Deutschland gemacht. Freischaffend hast du gespielt? Ja, freischaffend, freiberuflich. Plagiert man Theater auf und auf, sag mir, könnt's haben. Du, so ähnlich. Ich spiele euch alles. Ich mache alles. Nein. Aber ruf an. Ja, aber es gibt natürlich auch Aufträge, die dann nicht so prickelnd sind, ja? Ja, so, die Jobs, das war die Frage. Es gibt natürlich, im Weg einer Karriere gibt es sicher Jobs, wo du sagst, ja, das muss ich jetzt machen, weil es muss ja ein bisschen gut aufs Brot.
Ja. Aber an welche speziellen Jobs? Also es gab die eine Geschichte war mal ein Engel im Raumschiffanzug, ja. Ein Engel im Raumschiff. Raumschiffanzug. Nein, ich habe ausgeschaut wie so ein Marshmallow irgendwie und war froh, dass mich keiner erkannt hat. Ich habe auch niemanden eingeladen zur Vorstellung, weil ich war immer froh, dass ich gehen durfte. Was war das für ein Stück? Ein Urfaust, aber halt Urfaust im Weltall. Aber irgendwie so neu inszeniert. Spaceballs. Ja. Mit Space-Engel. Ja, wie ein Spaceball habe ich auch ausgeschaut. Ja. Aber und dann halt habe beim Film halt auch so ein bisschen Körperdouble gemacht. Und nein! Ja. Welchen Körperteil hast du gedoubelt? Einiges, weil. Die doppelte Körperteil. Ja, genau. Ich bin ein Körperdouble von Nein, aber es war alles wirklich jugendfrei, also es war alles mit Unterwäsche und so, aber der Dame, der Hauptdarstellerin haben die Rundungen gefehlt und deswegen hat man dann mich genommen und so. Aber ich habe gesagt, ich mache es nur, wenn ihr mir eine Rolle gebt. Also im Verhandeln bin ich mittlerweile schon ganz gut. Ja, Körperdusel. Körperdusel. Das ist, wenn Schauspieler, wenn die Hauptdarsteller sagen, gleich, die Szene, die ist nur von hinten, das ist von der Seite, das ist im Fenster. Das ist oft ein Double. Oder auch die Spielszenen habe ich natürlich auch gespielt. Ja. Also wenn sie noch in der Maske war, habe ich schon gearbeitet. Ja, aber ja, doppelte Gage bekommen, als Double, als Schatten, als... Ja. Natürlich nicht so viel wie die Hauptdarstellerin, das ist klar. Ja, das ist ja das Ungerecht. Ja, aber man aber du bist gut unterwegs. Eines wollen wir noch erwähnen. Im Sommer spielst du bei den Wachauer Festspielen? Ja, in Weißenkirchen. Weißenkirchen. Die unteren 10.000. Die unteren 10.000. Die Würstelwalle. Muss ich gleich sagen, das habe ich nachgelesen. Die Hauptdarstellerin ist die Apfel-Anne. Genau, das spielt die Dagmar Hellberg. Was gibt's da noch? Die Gurken-Gusel oder was? Aber im Sommer, Weißenkirchen. Weißenkirchen in der Wachau. Großartig. Ja, ja. Jetzt die Punkte, bitte. So. Wolasch-Ecker. 8. Nicole. Auch 8. Thomas. Auch 8. Sehr gut. Und Hannes. 7. Insgesamt hervorragende 31 Punkte, da kann man nicht meckern. Dankeschön, danke. 31.